Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter, aktuell in der Kanalisation unterwegs und mitten in einem Kampf drinne, leider total geschwächt aus dem Bosskampf im vorherigen Part. War auch ein bisschen doof von mir, da jetzt so reinzugehen. Ich hätte mich erstmal heilen sollen, aber okay, wir müssen das Beste draus machen. Ich werde auf jeden Fall erstmal einen Kuchen konsumieren. Ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute Lösung für zwischendurch. Und dann müssen wir die Angriffe jetzt aushalten. So. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Tsunami, oder? Jo. Und ich muss jetzt mal abliefern. Wow, ich habe überhaupt nicht abgeliefert. Warum bin ich so schlecht da drin? Ich habe überhaupt keinen Schaden gemacht. Oh Gott. Oh nein, ich wurde verwirrt. Okay. Ach du Scheiße. Okay, wir haben aber den Superbebenhammer-Dingens-Pups. Ich glaube, das würde ich jetzt einmal machen. Feuer frei. Okay, wir haben sie alle, oder? Ja. Sehr schön. Und es reicht perfekt fürs Level-Up. Sehr schön. Geilo. Ah, ist das gut. Aber ich kann doch... Ah, okay. Ordenpunkte haben bereits den Höchstwert erreicht. Ich kann die Ordenpunkte echt nicht mehr aufleveln. Schade. So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir BP oder KP? Ich glaube, ich nehme jetzt wirklich mal KP, weil die gehen mir jetzt langsam aus. Bisschen auf KP gehen. So, jetzt sind wir wieder full healed. Theoretisch können wir jetzt erstmal weitergehen. Spät, ey. Ich werde hier eins nach dem anderen weggesnackt. Sind echt übel, die Typen. Okay, ich würde aber jetzt mal für diese Runde kurz mal auf Gumbario wechseln. Und einen Scanner machen für den Pickelkäfer. Mal gucken, was der kann. Das sind Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Köpfen. 4 KP. Boah, die haben 4 Verteidigung. Heulige Scheiße. So wie Käfer sind sehr hart. Was? Sie sind sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung. Okay. Wir machen einen Superbeben. Ja, wir machen einen Superbeben. Nochmal. Das war eigentlich ziemlich effektiv gerade. Ja, das ist gut. So, und dann theoretisch einfach mal ein bisschen drauf rumspringen auf den, oder? Um BP zu sparen. So. Zack. Jetzt müssen wir zwar nochmal eine Runde ausharren, aber die sind ja eh gestunt, wenn sie auf dem Rücken liegen. Dementsprechend ist das egal. So, tschüssi, meine Freunde. Und die bringen trotzdem immer noch ziemlich gute Erfahrungspunkte, muss man sagen. Ziemlich geil. Ja, eigentlich waren wir ja gerade auf Lava Lava Island und okay, hier ist erstmal nichts. Ich kann nicht so hoch springen. Muss ich zufällig... Nö, unsichtbar ist hier nichts. Ich muss überlegen, wie soll ich denn das machen? Auch hier. Die Stacheln sind auch übertrieben weit weg für die Röhre. Das ist viel zu hoch. Hm. Interessant. Okay, hier. Ah, okay. Hier ist wieder derselbe Raum wie damals. Und hier kann ich wieder einen aufstufen. Nee, das ist eine. Hä, das ist ein blaues Tor. Was zur Hölle? Aber hier komme ich auch nicht hoch. Interessant. Kann ich später irgendwie Blöcke erschaffen? Okay, das sieht gerade auffällig aus. Ich werde mal kurz Bombette an dieser Stelle sprengen lassen. Sag ich ja. Wer bist du denn? Mein Kumpel? Sieh mal einer an. Hallo, hallo, hallo. Er also zu deinen Diensten.
Du scheinst ja ein unternehmenslustiges Kerlchen zu sein, wenn du diesen Ort hier ausfindig machen konntest. Was ich hier mache? Oh, ich betreibe nur ein kleines Geschäft und kümmere mich um mich selber. Aber du, mein Freund, bist gerade auf das Glück deines Lebens gestoßen. Denn ich habe ein tolles Angebot für dich. Es ist etwas ganz Besonderes und kostet gerade mal 64 Münzen. Interessiert? Komm, gib her. Sternsplitter. Gute Entscheidung. Ich danke dir zutiefst. Aber wenn du geglaubt hast, dieses Item wäre gut, dann hast du dich getäuscht. Ich habe etwas noch Besseres zum selben Preis. Aber sei gewarnt, dieses Angebot besteht nur für kurze Zeit. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, wirst du dir selbst ein wunderschönes Monogramm in deinen Bauch beißen. Was? Also wie wär's? Sind wir im Geschäft? Komm. Du hast erhalten Lebenspilz. Ausgezeichnet, ein Lebensretter stellt CKP her, wenn Mario besiegt wird. Na toll. Gute Entscheidung. Ich danke dir zutiefst. Aber wenn du glaubst, dass... Kann man da... Leute, ist das klug, da noch weiter bei dem einzukaufen? Also ich habe jetzt halt echt viel Kohle schon bei dem gelassen. Sollte ich bei dem noch weiter einkaufen oder eher nicht? So, wo geht's jetzt hin? Ein Schlüssel. Du hast einen Schlüssel erhalten, ausgezeichnet, öffnet ein verschlossenes Tor im Haus. Und hier ist noch ein Sternsplitter. Hier ist ein Sternsplitter. Hä? Okay. Oder ist das nur, weil ich jetzt wieder in das Gebiet gekommen bin von Tottown? Ich denke, ich weiß schon, welches Haus das ist. Ich denke, das ist, weil ich hier bin, ne? So, haben wir zufällig hier die Bodenplatte irgendwo? Mann, wo ist denn diese Bodenplatte? Muss doch hier irgendwo sein. Hier vielleicht? Oh, Punktlandung, geil. Okay, jetzt haben wir 22 Sternsplitter. Ja, theoretisch zurück nach Lava Lava Island, ne? Aber andererseits... Achso, ich will mal kurz hier den Shop auschecken, auch wenn ich jetzt wenig Geld habe, leider. Was haben wir denn hier? Gruppenfokus. Lässt auch Marios Freunde das Fokuskommando anwenden. Das Fokuskommando. Erhöht die Gesamt-KP um 5. BP um 5. Warte mal, lässt doch Marios Freund das Fokuskommando anwenden? Warte mal, was heißt jetzt Fokus nochmal? Ich bin gerade raus. Ich kaufe den auf jeden Fall mal, weil wir wollen ja eh alles kaufen. So, soll mir aber auch erstmal reichen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück nach Lava Lava Island. Theoretisch können wir das machen über die Kanalisation. Wir haben jetzt auch hier den Splitter gefunden. Das heißt, hier ist jetzt auch Ruhe im Karton. So, denn... Ne, warte mal, ich muss durchs Loch. Du. Genau, hier durch und dann mit Sushi einmal rüber. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, Sushi aufzuwerten. Wir haben dann einen Flächenangriff, der quasi jetzt Wasserschaden macht. Ich denke, für den Vulkan ist das die beste Option gewesen. So, zack. Und dann sind wir jetzt easy wieder hier. Schön. So, dann gehe ich mich noch mal kurz heilen, Leute.
Da wird gespeichert und dann geht's in Vulkan. Ich weiß zwar noch nicht, ob da jetzt direkt der Bossfight kommt. Oder ob wir jetzt ein quasi eigenes Kapitel nochmal im Vulkan haben. Mit Feuergegnern und so. Das müssen wir jetzt noch herausfinden. So, gespeichert ist. Alles klar. Und jetzt auf geht's. Ich meine, theoretisch haben wir jetzt halt schon ein großes Level hinter uns, ne? Mit dem ganzen Dschungel und so. Aber was nicht ist, das kann ja trotzdem werden, ne? Kann ja trotzdem sein, dass das noch ein eigenes Level jetzt ist im Vulkan. So, schauen wir mal. Feuer frei. Ist halt nur, weil hier ist halt so ein Heilungsblock. Kann sein, dass wir direkt in den Bossfight jetzt reinlatschen. Dülülü. Identifiziert als Mario. Alarm! Sofortiger Report! Alarm! Alarm! Okay. Wir wurden entdeckt. Ach, Colorado ist ja auch schon am Start. Ich fühle Gefahr. Aber alle Abenteuer sind gefährlich, also was soll's. Wir müssen weiter vordringen, um mit der Entdeckung unbekannter Schätze rühmen zu können. Oh Mann. Was? Oh, ich dachte schon. Okay, er lebt. Ja! Was ist mit dem Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Ja, vielleicht musste ich ein bisschen beeilen, ne? Ach so, warte mal, ich gehe mal kurz auf What? Haben wir hier irgendwo unsichtbare Blöcke? Bis jetzt nicht, okay. Hallo, kommst du wieder? Meine Güte. Aber die Aufmachung ist cool. Gefällt mir. Okay, da haben wir unseren ersten Feuergegner. Die Frage ist... Ja, theoretisch kann ich einfach dranlaufen, ne? Draufspringen auch, weil ich ja Eisschuhe habe. Ich glaube, das sollte gut sein. Mitglied wechseln. Gumbario. Gumbario. Was, was müssen wir machen? Sü, das ist ein Lavablub. Eine Art Feuerballmonster. Lavablubs leben in der Nähe von Lava. 9 KP, 4 Angriff. Sie sind offensichtlich sehr heiß. Wenn du auf sie springst, wirst du dich verletzen. Manchmal greifen sie auch deine Freunde an, wie mich. Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Aufgrund ihrer feurigen Natur fürchten sie Schnee und Wasser. Dachte ich mir. So, das heißt, wir müssten jetzt auf jeden Fall draufspringen können und vielleicht auch mehr Schaden machen. Okay, wir machen die mit einem Smash tot, das ist schon mal gut. Kriegen wir auch echt wenig Punkte. So. Alles klar. Da, 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 da. Okay. What? Okay, mehr ist hier nicht. Weiter geht's. Schon wieder eine Seilwinde. Ein Powerblock. Okay, ich glaube, damit könnte ich mit Koopa den runterholen, oder? Ja. Das war schon mal cool. So, ich könnte jetzt hier runterspringen. Das ist eine gute Idee. Ich könnte aber auch noch links gehen. Da passiert nichts. Mit gegnerischer Erstangriff. Aber geblockt. Nice. Okay, theoretisch, die Gegner kennen wir jetzt schon. Und die waren easy mit dem Hammer Strike zu besiegen. Bam, Alter, und weg. Kein Problem. Du, 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 du.
Sehr schön, sehr schön. Das nehmen wir auch mit. Und dann nehme ich nochmal kurz Watt dazu. Ah, schon wieder der. Ah, shit. Die sind schnell unterwegs. Okay, aber geblockt. Und... ja, den hinteren werde ich wahrscheinlich nicht mit dem Hammer erreichen. Kann ich mit dem normalen Hammerhieb den auch one-hitten? Wie sieht's mal aus? Nee, okay. Also der andere ist wirklich super effektiv gegen den. Mitglied wechseln und zwar auf Sushi. So, aber mit dem Wasserspucker halte A, um Kraft zu gewinnen. Ist auch nicht so krass. Ups. Partner wurde verletzt. Okay, dann machen wir nochmal Superbeben einfach. Macht ihm halt nichts aus. Das ist halt doof. So, jetzt greift er mich nochmal an, ne? Okay, haben wir aber geblockt. Sehr schön. Und dann nochmal mit dem Sprung drauf. Let's go. Bah. Ja, Erfahrungspunkte sind halt ermüdend, die wir aktuell erhalten. Leider, leider. Oh, hier haben wir dann noch ein Sprungbrett. Hä? Okay, gar nichts passiert? Aber wofür habe ich das gemacht? Ich habe jetzt nichts Sensationelles bekommen, oder? Nicht wirklich. Okay, weiter geht's. Hui. Oh, ups. Ah. Ach, wir können nochmal aufwerten. Ach, ist das geil. Na cool. Aber wen? Fächerlady, Megaschock, Valkyrie, Megabombe, Feuerpanzer, Multikopfnuss. Ich bin ja irgendwie für die Megabombe gekommen. Soll dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Yo, let's go. Megabombe, Alter. Ich will die Megabombe sehen. Bombette wurden in Ultrarang aufgestuft. Alter. Ja, aber wo muss ich jetzt hin? Ah, das war schlecht. Hä? Geht dann doch der offizielle Weg da lang? Irgendwo? Hab ich was übersehen? Ach, hier unten geht's weiter. Ah, gut. Aber trotzdem gut, dass ich zurückgegangen bin. Cool. Okay, Speicherblock. Ah, guck mal. Kriegt man hier noch einen neuen Hammer? Das wäre natürlich auch super geil. Sie kann das bestimmt nicht kaputt machen. Nee. Wir können hier nur einmal kurz speichern. Und dann weiter. Weiter. Miau. Aber ich gehe mal kurz auf Watt wieder, damit wir hier nichts verpassen. So, es geht nach links, es geht nach rechts. Wohin soll ich gehen? Okay, ich glaube, das ist nicht der optionale Weg. Glaube ich. Der Part ist aber auch gleich wieder rum, Leute. Das stimmt mich schon wieder sehr traurig. Verdammt. Okay. Schön geblockt. Die Gegner kennen wir wieder alle. Ich würde gerne jetzt mal die Ultrabombe ausprobieren. Einfach mal gucken, was passiert. So, Fähigkeit, die Megabombe. Eine Explosion, die alle Gegner trifft. Wir haben jetzt schon die Powerbombe, die 6 Schaden macht. Ah.
okay, verstehe. Trifft auch Deckengegner und so. Drücke A so schnell wie möglich. Ah, das ist ein schönes Action-Kommando. Okay, macht echt 8 Schaden, aber gegen den Block kommt es halt trotzdem nicht an. Schade. Sehr schade. So, die mache ich da easy weg mit. Aber man muss ja trotzdem mal ausprobieren, ne? So, und einmal drauf bitte. Zack. Wunderbar. Oh gut, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge wieder. Ich bedanke mich. Wir sind aktuell wieder ziemlich schwachbrüstig. Ah, was ist der richtige Weg? Okay, hier komme ich auf jeden Fall wieder zurück. Sushi... What? Okay, ich brauche wahrscheinlich hier den Hammer. Den neuen, damit ich weiterkomme. Okay, Leute, aber das war es jetzt mal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.